So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, Stefan Möller, der stellvertretende parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, im Nebenberuf im Übrigen auch Sprecher der AfD Thüringen, neben Björn Höcke steht neben mir, und es geht um die aktuelle Plenarsitzung im Thüringer Landtag, unter anderem Donnerstag, 14. September. Die AfD bringt die Mehrheit für einen CDU-Vorschlag zusammen mit der FDP und dem fraktionslosen Abgeordneten im Thüringer Landtag. Da geht es um die Grunderwerbsteuer, die Senkung. Es ging vielerorts, es ging überall durch die Medien in der einen oder anderen Bewertung. Viele sind sich da einig. Es ist ein Dammbruch. Wie sehen Sie es? Also mir ist es egal, wie man es bezeichnet. Auf jeden Fall ist es gut für einen Wähler und für die Thüringer, die sich jetzt ein Haus kaufen wollen, weil für den Ersterwerb natürlich damit die Grunderwerbssteuerbelastung wegfällt. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich großartiger Erfolg. Das hat man ja in der Bundesrepublik relativ selten, dass man eine Entlastung für die Bevölkerung beschlossen wurde. Dass das nun ausgerechnet mit der AfD gelingt, das finde ich natürlich gut. Ja, aber man merkt ihn schon eine gewisse Genugtuung an über diese Situation. Ja, weil ich mich natürlich freue. Ne? Wir konnten gestern zeigen, dass wenn man die AfD wählt, letztlich nicht zu Hetzjagden und Pogromen kommt und zum Faschismus, sondern zur Steuerentlastung für Familien. Und ich finde, das ist ein schöner Beweis, dass das, was über uns gesagt wird, nicht stimmt. Ist das nicht ein Versuch, eine nach Ansicht des Thüringer Verfassungsschutzes gesichert rechtsextreme Partei, so gilt ja die AfD Thüringen, klein zu reden? Ja, das sagt man ja immer, dass wir eigentlich der böse Wolf sind, der nur kurz vorm Türspion dann seine weiße Schäfchenpfote hinlegt, damit die Tür aufgeht. Aber das ist Quatsch. Ne? Letztlich kann man aus unserer gesamten Programmatik an der Vielzahl unserer Anträge ablesen, in welche Richtung wir eigentlich wollen. Und die Richtung ist insofern eigentlich klar und trifft sich auch mit dem, was wir gestern gemacht haben. Wir wollen die Bevölkerung entlasten. Wir wollen Belastungen für die Bevölkerung abhalten. Dazu zählen auch Themen, die, sage ich mal, im politischen Diskurs weitgehend verstellt sind, zu denen man sich möglichst nicht äußern soll. Und an diese Vorgabe halten wir uns halt nicht. Und das ist der Grund, warum der Verfassungsschutz, der politisch instrumentalisiert ist, eben behauptet, wir wären die Wiedergeburt der Nazis. Ne? Das ist halt Quatsch. Nun haben Sie, wir wechseln mal ganz kurz die Position und ausnahmsweise und wechseln mal in den Parteienbereich, angekündigt, den Verfassungsschutz für Teile seines Berichtes zu verklagen. Wie weit ist man denn damit? Das läuft. Die Klage ist eingereicht. Ja, gab es schon eine erste Stellungnahme, Reaktion? Oder wie lange muss man jetzt warten? Naja, ich weiß nicht, wie lange die Jungs und Mädels im Verfassungsschutz jetzt brauchen, um ihr Geschreibsel aus dem Verfassungsschutzbericht zu rechtfertigen. Ich denke, das wird eine Weile dauern. Ne? Und ich hoffe natürlich, dass das vor der Wahl noch entschieden wird, aber es kann auch sein, dass es erst nach der Wahl entschieden wird. Ja. Hauptsache, es wird mal entschieden. Kommen wir zum Thüringer Landtag zurück. Ist das, was gestern passiert ist, Rückenwind für die Thüringer AfD-Fraktion? Oder bringt das Rückenwind? Ja, ich vermute mal schon, ne? Weil in dem Moment, wo man zeigt, dass die Realpolitik der eigenen Partei positiv für die Bevölkerung ist, wird es natürlich auch positiv aufgenommen werden. Also die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, sind überragend gut. Was bedeutet denn das für die Verhandlungen um den Thüringer Haushalt? Ist die AfD jetzt auf einmal wieder ein Faktor im Spiel? Waren wir immer, allerdings meistens sozusagen als Drohkulisse, nach dem Motto, wenn ihr nicht mit uns, dann gibt es ja immer noch die AfD. Ja? Und ich denke, dass diese Gestaltungsmacht, die wir dadurch schon immer hatten, nun natürlich noch ein Stück weit größer wird, weil natürlich auch die Dämonisierungsversuche, Brandmauerrufe und so weiter und so fort immer mehr an Wirkung verlieren. Das hat ja auch gestern gezeigt. Sie haben im Vorgespräch, dass wir mit jedem Kandidaten kurz vor den Interviews führen, gesagt, die Entwicklung gestern ist schlicht und einfach folgerichtig eine Entwicklung, die auf den vergangenen Monaten, Jahren fußt. Erläutern Sie das ein bisschen? Naja, letztlich haben wir ja schon immer beispielsweise im Bereich der Grunderwerbssteuer gesagt, dass wir die senken wollen, weil sie eben eine Belastung für die Bevölkerung darstellt, insbesondere auch für junge Familien, die sich Häuser kaufen wollen. Und passte das gerade gestern unmittelbar vor der Entscheidung, titelte die Tagesschau bei Twitter, dass die Hausabsatzzahlen einbrechen, ne, dass also der Immobilienmarkt zusammenbricht. Und das liegt daran, dass sich die Leute das Haus nicht mehr leisten können. Ne? Und wir haben gestern Realpolitik dagegen getan. Also insofern war das konsequent. Ne?
Wäre es nicht auch konsequent, wenn man innerhalb der Thüringer AfD auch über den einen oder anderen Rechtsextremen in seinen Reihen reden würde? Machen wir ja auch. Ne? Und richtige Rechtsextremisten werden bei uns auch entfernt. Solche, die allerdings nur so bezeichnet werden, natürlich nicht. Wir machen da keinen Hehl draus. Ein bisschen amüsiert Sie die Diskussion immer mit der AfD in der ganz rechten Ecke. Glauben Sie, dass sich das gerade auflöst? Also, kommt drauf an, wen Sie fragen. Wenn Sie natürlich die Politikblase hier im Landtag fragen, dann sind wir schlimmer denn je. Ne? Sind wir eigentlich schwarzbraune Teufel oder blaubraune Teufel. Ne? Aber wenn Sie in die Bevölkerung rausgehen, nehme ich wahr, dass immer weniger dieses Märchen glauben und dass uns viele wirklich als Hoffnung wahrnehmen. Als Hoffnung worauf? Dass es besser werden kann, dass es auch eine Politikwende geben kann. Dass es nicht nur Gerede gibt, sondern dass auch tatsächlich was getan wird, wenn die Wahl dann entsprechende Ergebnisse bringt. Stichwort besser werden. Was glauben Sie, muss bei dem Haushalt geändert werden? Worauf würde die AfD-Fraktion Wert legen? Hat gestern Björn Höcke ja auch gut erklärt. Einmal die Haushaltsklarheit fehlt. Also es gibt viele Nebenhaushalte, die ganzen Sondervermögen, die müssten in den Haushalt überführt werden. Dann wissen wir nämlich auch tatsächlich, wie viel Geld da ist. Dann muss realistisch geplant werden. Es gibt viel zu viele Phantomzahlen, mit denen operiert wird und die am Ende niemals, wo die Budgets nie investiert werden oder nicht vollständig investiert werden. Und das dann auch noch als Erfolg gefeiert wird, dass man eben, sag ich mal, mit einem Plus rausgeht aus dem Jahr. Und natürlich letztlich müssen die Prämissen richtig gesetzt werden im Sinne der Bevölkerung. Ja, also jetzt beispielsweise die Grunderwerbssteuer, dass es da eine Entlastung gibt für die Bevölkerung. Das ist ja ein Auftrag des Landtags, der schon mal da ist. Der muss natürlich auch im Haushalt berücksichtigt werden. Dann ganz wichtig Bildung, innere Sicherheit. Ja, das sind so Schwerpunktthemen natürlich, die bei uns eine große Rolle spielen. Und das Geld muss man einsparen bei den ideologischen Budgets, ja, wo es darum geht, Meinungsmache zu betreiben und natürlich auch im Bereich Integration und Migration. Das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, das kann man der Bevölkerung nicht mehr erklären. Herr Müller, sagen Sie mir doch mal ein Beispiel eines Budgetansatzes, in dem Meinungsmache betrieben wird. Also ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht die Hausnummern direkt sagen, aber es gibt im Bereich der sogenannten Demokratieförderung, insbesondere auch im Erwachsenenbereich, jede Menge politisch-ideologische Vereine, die man ganz klassisch dem Vorfeld des Regierungskoalitionslagers zurechnen muss und die natürlich versuchen, politisch Stimmung zu machen, teilweise sogar recht offen gegen die AfD. Also da besteht auch ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht des Staates, wenn man solche Gruppierungen finanziert. Leider geschieht es trotzdem. Bleiben wir mal beim Haushalt. Wenn es Übereinstimmungen gibt, inhaltlicher Art, Sie also sehen, ein eventueller Antrag der CDU oder der FDP, findet sich inhaltlich auch bei Ihnen wieder, dann wiederholt sich das, was gestern passiert ist, in logischer Konsequenz? Das wäre zu wünschen, genau. Ja. Bleiben wir mal beim Thema Landtag. Was ist aus Ihrer Sicht in diesen Tagen noch wichtig gewesen, neben der Steuersenkung und neben den Diskussionen um den Haushalt? Na, das sind schon die beiden Schwerpunktthemen gewesen. Was hatten wir heute noch? Wir hatten heute noch die kommunalen Entlastungen bei den Härtefällen der Straßenausbaubeiträge. Ein ewiges Thema, was schon lange schwelt und was nun endlich wieder in die Ausschüsse reinkommt. Wir hatten dazu schon Vorschläge gemacht, die vor Jahren abgelehnt worden sind. Jetzt merken offensichtlich auch die anderen Fraktionen, dass es notwendig ist, Härtefälle entsprechend zu berücksichtigen. Das wäre nochmal ein wichtiges Thema, auch wo ich sage, da würde die Bevölkerung von profitieren. Na, auch wenn der Versuch, der jetzt gemacht wird, zu kurz gesprungen ist, nach unserer Überzeugung. Stefan Möller, stellvertretender parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Gerne.